Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit einer neuen Folge von Barlows UI und heute World Quest Assistant. World Quest Assistant gibt euch einfach die Möglichkeit, in World Quest Gruppen zu joinen. Und zwar relativ komfortabel. Ihr habt die Möglichkeit, Keys zu belegen. Unter anderem einen Key, um automatisch Gruppen zu joinen, könnt ihr belegen. Um nicht automatisch Gruppen zu verlassen oder um automatisch eine Gruppe selber zu gründen, sobald ihr in einem World Quest Gebiet seid, für den Fall, dass es euch auf den Nerv geht, dass immer Phasing passiert. Dann könnt ihr halt noch zwischen Non-Elite-Quests, Bad-Battle-Quests und so weiter und so fort an- und ausschalten. Es gibt Anti-Leeching-Schutzmechanismen, dass Spieler, die nichts machen, also rumeideln oder zu weit weg sind, euch angezeigt werden. Und ihr sie rauswerfen könnt, wenn ihr der Gruppenanführer seid. Ihr habt die Möglichkeit einzustellen, ob es automatisch gezeigt werden soll, wenn ihr in ein Weltquestgebiet kommt. Und vor allen Dingen hat es, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo war denn diese Option? Bin ich blöd? Ach ja, hier. Da. When a quest is complete. Wenn eine Quest zu Ende ist, automatisch die Gruppe verlassen, sobald ich fliege. Also nur, wenn die Quest zu Ende ist, nicht immer, wenn man in einer Quest ist und fliegt. Geht natürlich auf Argus nicht, da darf man nicht fliegen, aber bei den anderen ist es irgendwie angenehmer, dass man, sobald man die Quest zu Ende hat, nicht noch eigenhändig die Gruppe verlassen muss. Also sehr, sehr nützliches Feature. Viel Spaß damit, wünscht euer Onkel Barlow.